keine Angst, lieb zu sein. Warum hast du genau den Spruch hingeschrieben? Weil ich der Meinung bin, dass es mal ganz wichtig ist, einfach mal lieb zu sein, auch zu seinen Mitmenschen und davor keine Angst zu haben. Aber wenn ich nämlich durch die Stadt laufe und dort diese ganzen trüben Gesichter sehe, wundere ich mich, was man überhaupt erreichen kann, damit, wenn man einfach mal jemandem die Tür aufhält. So, und das freut mich dann. Und die Leute gucken einen an, reagieren positiv und das gibt mir die Bestätigung, dass es auf jeden Fall wichtig ist, davor keine Angst zu haben. Dankeschön. Keine Angst, Punkt, 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 vor neuen Ideen. Was heißt das? Ja, ich denke, das bedeutet immer einen Schritt zu machen, also Mut zu haben, neue Ideen anzugehen, was Altes zu verlassen. Das bedeutet das ja auch, dass man sich was Neuem zuwendet. Und ja, ich denke, es bedeutet, die Angst davor zu überwinden, dass man vielleicht auch daran scheitert. Also damit scheitert mit einer neuen Idee. Aber ich meine, man kann es nicht ausprobieren, wenn man es, also man kann nichts gewinnen, wenn man es nicht ausprobiert hat. Und da denke ich, die Angst zu überwinden, dass man die neuen Ideen einfach angeht. Also hattest du noch nie Angst? Vielleicht habe ich es nur nicht als solche bezeichnet. Das heißt, da musst du noch mal ein bisschen konkreter werden? Na, dann müsste ich jetzt den Angstbegriff umdefinieren. Ich habe gerade gesehen, Sie haben hingeschrieben, keine Angst, es tut gar nicht weh. Das ist jetzt ein Spruch, den man vielleicht beim Zahnarzt kennt. Welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht? Naja, das ist genauso, wie wenn man einem großen Hund begegnet und er fängt an zu bellen und der Besitzer sagt, keine Angst, der tut nichts. So ungefähr ist es einzuschätzen, wenn der Zahnarzt sagt, es tut nicht weh. Ja, Stefan, du hast geschrieben, keine Angst davor, Nein zu sagen. Was bedeutet das denn für dich? Ja, ich finde es einfach wichtig, dass man nicht immer zu allem, was man, wozu man gefragt wird oder was man machen soll, immer halt Ja sagen muss, sondern ich kenne das auch für mich selber. Manchmal ist es auch schwierig, eben Nein zu sagen. Und ja, davor sollte man eben auch keine Angst haben, das auch mal zu tun, wenn man es für richtig hält. Oder es gibt keine Situation, in der du Angst hattest, sagst du. Also Angst gibt es nein, nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass es theoretisch die Möglichkeit gibt, beziehungsweise, dass man drüber nachdenken sollte, was Angst ist. Ich muss den Gedanken jetzt noch mal klarer fassen. Pola, was meinst du mit keine Angst vor dem Nebel? Ich habe daran gedacht und ich habe auch gerade gesehen, dass viele andere schon geschrieben haben, keine Angst vor der Zukunft. Keine Angst vor dem Nebel bedeutet für mich, keine Angst zu haben vor Diffusion, also vor einer vagen, unbestimmten Zukunft, vor vielen möglichen Handlungs- und Entscheidungsoptionen und dem Ungewissen sozusagen. Also wenn man sagt, keine Angst, also der Gedanke ging da davon aus, dass wenn man sagt, keine Angst, dann setzt man ja schon voraus, dass es Angst gibt. Genau. Und eigentlich, um die Angst wirklich zu vermeiden,
was ja das Ziel sein sollte, müsste man einfach annehmen, dass man Angst gar nicht hat und deswegen auch gar nicht über keine Angst reden sollte. Das ist jetzt aber nur kein Ist-Zustand, sondern einfach nur ein Idealzustand, der vielleicht anzustreben wäre. Und weniger wahrscheinlich dann auf der faktischen Ebene, dass niemand Angst hat, sondern dass man daraus andere Formen des Umgangs vielleicht damit entstehen könnten. Mir fiel auf, das Erste eigentlich, was ich im Studiengang gelernt habe, war, alles könnte anders sein. Und teilweise saß ich im Seminar und es hat mir richtig Angst gemacht bei Herrn Rustemeyer im Philosophieseminar, wenn wir über Kontingenz gesprochen haben und mir echt klar wurde, es ist alles nicht beliebig, aber es könnte alles anders sein. Und dann habe ich sozusagen im zweiten Schritt gelernt, dass es eine riesige Chance ist und dass es ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten aufmacht, Dinge zu verändern und überhaupt spielerischer mit Dingen umzugehen. Und dann hilft mir auch der Blick zu den Vivis rüber, zu unseren Kommilitonen, bei denen ich sehe, was alles möglich ist, was man alles machen kann. Auch schon als junger Student kann man irgendwas gründen, man kann sich man kann zum Beispiel große Firmen beraten und so weiter. Also das habe ich nur so an dieser Uni hier kennengelernt. Also mir ging es da ganz ähnlich. Ich habe auch am Anfang mich mordsmäßig überfordert gefühlt, also wie überrumpelt eigentlich, von diesem allgewaltigen Kontingenzgedanken. Und der hat mich erstmal so ausgehebelt, dass ich erst sozusagen handlungsunfähig geworden bin. Einfach nur, weil ich gelähmt war von den vielen Möglichkeiten, die sich mir geboten haben. Und dann mit der Zeit habe ich gelernt, das zuzulassen, also Unsicherheit zuzulassen und gar nicht als negativ zu empfinden, sondern als Chance zu begreifen. Und ja, dazu trägt unser Studium schon bei, glaube ich. Man kann es unkommentiert lassen, aber das ist die Kernaussage, also nehmt es in die Hand, ja, und keine Angst, zählt nicht.